Heidi ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Ark PlayStation 4 hier auf dem Cloud Server und Heidi ho Speedwolf 26 Wall of Heart. Heidi ho. Jo, heute bin ich nicht alleine, heute bin ich über PlayStation Party mit ein paar netten Leuten beisammen und der vorneweg, die haben mir was geschenkt. Ihr seht es im Hintergrund. Yes! Dieser Eisweibern namens Tara, Level 292, ist der meine. Wir haben gestern Drillinge bekommen und einer davon ist die da und die ist jetzt meine. Das ist mein Schatz. Ja, guti, 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 guti. Freut mich voll. Also, hallo Leute. Hi. Hi. So, das ist der Markus, die Familie und die Geli. Wie heißt euer Tribe? Ah, Hecken. Hecken-Clasher. Okay, passt. Also wir sind bei der Base von den Hecken-Clashern und heute gehen wir mal durch und ich will euch zeigen, oder sie wollen uns zeigen, was sie so gebaut haben. Denn die Base schaut schon mal geil aus. Wir sind jetzt hier auf dem Stall und jo, jetzt gehen wir mal. Ich laufe euch nach, weil ich kenne mich nicht aus. Dann mal los. Oh, Geheimgang. Aber ihr habt das gut gelöst mit den verschiedenen Höhen und Neigungen und Klump und Zeug. Nice. Hier mal die Ebene für die Vögel und die Drachen im Prinzip. Okay. Ach, riesengroß, ne? Wow. Alter. Ja, da kommt noch einiges dazu. Da braucht man sich nicht wundern, wenn es ruckelt, ne? Ja. Wendeltreppe nach unten. Da da dann, da da dann. Cool. So, boah, das ist echt riesig. Tja, das war auch jede Menge Farmerei. Boah, schon allein die ganzen Steinfundamente, ne? Ekelhaft. Ja, vor allem, weil deine Wasser drunter ist. Boah, grausig. Boah, aber schaut geil aus, also. Echt massiv. Problem war ja, dass die drübere Hälfte großteils auf Wasser gebaut ist. Ah, hier, wo die Dächer eingezogen hat. Ja. Ja. Hier ist alles Wasser. Ja. Aber zumindest man hat eine gerade Fläche, ne? Ja, genau. Man muss ja kreativ sein. Ja, das nützt nichts. Ach, sind das die Skins, was ich dir gegeben habe, Kelly? Ja. Nice. Wenn ich noch ein paar Mal sterbe, bringe ich euch noch ein paar vorbei. So, einmal, wir ruckeln uns leicht in die Höhe. So, der Nein. Gang. Hey, bist du so riesig, dass du mit dem Kopf rausschaust? Nö, nee, geht sich gerade noch aus, wenn ich unter bin. Also bei mir läufst du durch alle Dächern durch. Wahnsinn. Boah, leck mich fett. Alter, das ja, war auch jede Menge Farmerei, der Scheiß. Alter, das ist eher riesig. Und jetzt nächste Hürde, alles aus Metall, oder? Mal schauen. Hey, sieht aber echt geil aus. Hier haben wir das ein Schlafzimmer mit Bett und Schrank. Cool. Das ist auch geil mit jeder seine eigene Farbe, ne? Mhm. Voll geil. Ist echt eine klasse Base. Gefällt mir. Leute. Oh, Gewächshaus. Oh, sonst muss ich auch noch bauen, unbedingt. Da ist oben drauf auch noch eins. Okay. So. Wir haben ja auch einen hauseigenen Pool. Ah. Mhm. Da hinten? Nee, komm mit. Das haben innen. Wir uns mit dir abgeschaut. Runtergefallen. Ich bin im Naturpool. Gehen wir vorne rein. Okay. Mal einen normalen Arm. Über die Terrasse. Und alles gut eingefärbt, ne? Ja, noch nicht fertig. Ja, ich bin noch lange nicht fertig. Oh, geil. Das erinnert mich stark an mein Architektprojekt, ne? Richtig. Ja. Da habe ich das auch so gemacht mit den Wänden. Geil.
Cool, und jeder sauft da unten bei den Enten aus dem Wasser, oder? Ja. Genau, wo die Enten reinkacken. Wo die Enten reinkacken, wird erstmal schön gesoffen. Geil. Natur pur, ne? Ja. Hol mir mal eine Tasse Entengrütze, ne? So ungefähr. Dann gehen wir mal rauf. Und so viele Dinos hier, das ist. Boah. Ja, deswegen mussten wir in den Stall bauen, weil wir hier keinen Platz mehr hatten. Ja, denke ich mir. Du bist überall King nachher. Ja, das ist voll scheiße. So, jetzt sind wir wieder hier oben, okay. Dann die Leiter hoch. Nur nicht die Leiter verfehlen? Nee. Ja, das tut weh. Okay, nächstes Gewächshaus. Hey, voll geil. Voll geil. Echt cool. Ja, da kann man hier kannst du das Dach runterlassen. Ne? Wo bist du runter, oder was? Hier. Ah! Okay, geil. Bist du auf dem Tour? Kannst du auf den Durchgang rübergelaufen? Cool. Ich finde das Dach voll geil. Die Dachschräge, das ist der Hammer. Schade, dass es keine Eckteile gibt, ne? Ja. Mhm. Aber das, ich finde es auch recht interessant. Ja, es hat was. Es hat wirklich was. Es hat was von Stego. Ja, irgendwie. Wollte ich gerade sagen. Voll das Stego-Dach. Hey, geil. Der Wasserfall nebenbei, also die Location ist ja auch gut. Ja, und oben hat auch lange gesucht. Ne? Und da oben ist ein Kopf im Stein. Falls es euch schon aufgefallen ist. Ja, ich schaue von oben auf die Höhle. Drei sogar. Okay. Seine Höhle ist voll mit Titanbohr, Autopleura und so weiter. Nice. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass da ein Gesicht drin ist. Cool. Wow. Ja, von der Lage her. Mir ist auch nicht aufgefallen, dass da überall die Toten, also die Affenschädel sind. Ja. Ne, die Base kann das. Die Base kann wirklich was. Ja. Deshalb mache ich das BVB. Ja, aber BVB ist halt schwierig, ne? Das ist oft, ja. Das ist dann oft schwierig, das ist auch. Natürlich, wenn man so eine tolle Base baut und alles und eher auf Zucht geht und so weiter und so fort, dann ist natürlich BVB nicht gerade das Gelbe vom Ei, ne? Nö, es ist. Ja. Ja, was, was will man machen, ne? Ah, von da. So ist das. Außer ihr kauft euch alle einen PC und geht bei mir auf den PC-Server, der bleibt BVE. Ja, mein PC schaffst du fast nicht. Ja, das ist schon Sache mit dem Mann. Aber mache Spaß. Jo Leute, also auf jeden Fall, die Base ist mal richtig geil. Also die habt ihr schön gebaut. Muss man echt sagen, da steckt viel Liebe und viel, viel Arbeit drin. Weil ich meine, wer weiß, gerade Steinfundamente sammeln. Da sammelt man lang, ne? Bis man gerade mal 10 oder 20 oder 30 Stück beisammen hat. Und ich sag, für so eine Base, da wird schon echt fett gesammelt. Und das ist eben meine gute Tara jetzt. Wobei, ihr werdet sie eh schon kennen. Denn diese Folge müsste am Donnerstag kommen. Und ich habe sie auch sicher schon am Sonntag gezeigt. Ich werde sie sicher nicht versteckt haben. Auf jeden Fall. Ja, ist richtig geil. Kann das. Fett. Ja, und die Lage ist auch praktisch. Wir haben alle wichtigen Rohstoffe im Umfeld. Ja, da ist ja alles in der Nähe, ne? Kristall und alles. Ja. Kristall ist oberhalb auf, ein Stück weit drüber. Dann die Loothöhle ist nicht weit weg. Mhm. Dann Öl haben wir in der Nähe und Perlen haben wir ein Stück weiter. Zum Perlenfarmen. Cool. Wie sieht's aus mit Dinos? Fleischfresser in der Nähe oder habt ihr ziemlich eine Ruhe? Ja, da hinten zur Bay, da sind oft da. Die kommen von oben runter. Okay. Aber sonst. Ja. Geht, ne? Das geht also. Ein Stück weiter Richtung Schneebiom rüber ist etwas schlimmer, aber bei uns hier ist schon recht plausibel. Geil. Cool. Das ist auf ein, zwei Kilos. So, vielen Dank für die Führung. Gerne. Bitte. So Leute, ja, die Base haben wir jetzt begutachtet. Sieht ja wirklich geil aus. Ich bin gerade aus der Party ausgestiegen und ich würde sagen, wir fliegen jetzt noch in die Loothöhle
uns mal ein paar gute... Boah. Zu laut, sorry. So, jetzt sollte es angenehmer sein. Ich musste nur so laut machen, wegen der PlayStation-Party. Ich hoffe, man hat was gehört, weil... Ihr wisst, sonst die Aufnahme mache ich immer mit Discord, wenn ich mit den Leuten spreche. Aber hier war jetzt PlayStation Party angesagt und da ist das sehr, sehr schwierig, das gut zu, ja, einzustellen, dass das echt Sinn macht, was man auch die Leute hört. Ich hoffe, es hat geklappt bei der Aufnahme. Aber wir fliegen jetzt schnell in die Loot-Höhle, also in die Eishöhle, und werden mal schauen, was die Drops heute zu geben haben. Und ja, würde sagen, wir sehen uns gleich in der Eishöhle wieder. Okay, vergesst es, ich finde den Scheißeingang jetzt sowieso nicht. Aber wir sind gerade in der Nähe vom Artefakt, wollte ich sagen. Und da holen wir uns auch gleich wieder eins, weil ich brauche ja für meine Bude Artefakte. Ne? Das müsstet ihr eigentlich schon mittlerweile mitbekommen haben, was da der Plan ist. Hoffe ich mal, dass ich schon gesagt habe. Ihr wisst, Voraufnahme ist immer etwas schwierig. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich am Mittwochabend keine Zeit habe. Deshalb mache ich für Donnerstag praktisch diese Aufnahme heute bei mir am Samstag. So, einmal landen bitte. Man muss nicht landen. Ne, man muss nicht landen. So, flieg mal langsamer, dann müsste das besser gehen. Ich bin immer viel zu schnell wegen Landen. Nein, 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 geh. Hallo? Wo gehst du ganz hin? Wir müssen echt nochmal wegstarten, weil ich... Boah, im Wendekreis hat aber das Vieh echt einen krassen, ne? So, geh mal ein Stück zurück, weil sonst ich sehe schon kommen, dass ich runterspringe. Und das Wasser bei mir ist laut. Bist du gelähmt? Ich muss das kurz leiser schalten, sorry. Aber das... Ihr wisst schon, ne? Richtig krass. So, wir springen jetzt mal da rein. Du bist eh nicht auf Folgen. Nee, du stehst nur blöd rum. Und wir gehen planschen und einmal schnell runtertauchen. Ihr seht, hier hätten wir viel Kristall, aber den brauchen wir jetzt nicht, weil Unterwasserkristall abbauen ist... nicht ganz so geil, sagen wir mal so. Und deshalb... wir schnappen uns schnell das Artefakt und tauchen wieder auf, bevor uns die Luft ausgeht. Zack, und ich drücke immer wieder ins Menü. Immer wieder. Ich weiß, ich könnte jetzt ein zweites nehmen, wenn wir zu zweit wären. Weil ich kann jetzt das auch nicht im Dino backen und wieder eins holen. Das geht nicht. So, jetzt packt es gleich die Lebensenergie. Weil man schafft es gerade so raus. Und... ja, geschafft. Also es geht sich aus, aber es geht sich knapp aus. Gut, wir haben wieder ein Artefakt. Nein. Bitte. Geh zum Drachen. Und der Drache hat geschissen. Kann man machen. Reiten. Nice, wir sind wieder oben. Kurz orientieren, auf welcher Seite wir jetzt müssen. Weil ich bin schon einmal komplett falsch geflogen. Ich glaube, das war die Brücke. Ich glaube. Muss aber nicht sein. Wenn ich das glaube, heißt das gar nichts. Weil... ich habe in Alk eine Orientierung, Leute. Ich kann es auch sagen. Ja, wie ein Hund beim Scheißen. Wirklich wahr? Aber ich glaube, ich fliege jetzt richtige Seite, oder? Komm, beweg dich, komischer Kunken. Hm. Ne, wir fliegen so. Wir müssten eigentlich... ich glaub, so fliegen, oder? Fliege wieder hoch, ja. Genau falsch. Wir sind genau falsch unterwegs, aber wir fliegen jetzt einfach so. Passt das so? Ich hasse die Karte. Warum ist da kein Pfeil oben und die Pfeilspitze markiert, wo du bist? Und der Pfeil zeigt an die Richtung, wo du gerade dich hinbewegst. Man muss immer warten, so, wo bewegt sich denn der komische Kunken hin? Das haben die bei Ark wirklich, wirklich scheiße gemacht. Kann man echt so sagen. Ich glaube, ich drehe mich gerade voll im Kreis, ne? Absolut. Wir drehen uns im Kreis und das bringt gar nichts. Wir müssten eigentlich vom Gefühl her hier. Das müsste passen. Also auf jeden Fall, der Drache ist voll geil. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und jo, die Eishöhle habe ich jetzt leider nicht auf die Schnelle gefunden. Ich war schon drin, also ich weiß ungefähr, wo es ist, aber ich finde es jetzt gerade nicht. Nichtsdestotrotz, ich fliege wieder falsche Seite. Bist du der Rote? Ist der Rote oben? Oh mein Gott, wir sind komplett falsch. Wir müssen hier rüber. Wir müssen zum Blauen. Auf jeden Fall. Was bleibt mir noch zu sagen? Also ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Euer Sari. Ciao, ciao.